Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013. Wir befinden uns wieder mal im Multiplayer, dies ein neuer Part mit David zusammen. Ja, servus. Und ja, wir haben Folgendes gemacht. Wir haben einfach ein bisschen weitergespielt, ohne aufzunehmen, weil viel ist nicht passiert. Wir haben uns auch nichts groß Neues gekauft oder so. Mal kurz als Zusammenfassung, wir haben uns ein neues Gewicht gekauft hier vorne dran, das seht ihr ja schon. Das ist ein Mod, den hat man euch aber schon vorgestellt. Und wir haben uns, ach, ich weiß gar nicht, Digga, hatten wir die. Nein. Hat man nicht vorgestellt? Nein. Okay, dann springe ich doch gleich mal rein in das Kaufmenü oder zu dem Händler. So, hier haben wir auch einen neuen Mod und zwar den Klaas Karat 180 TD. Der hat eine Füllmenge von 20.000 Litern, ist Baujahr 93, das heißt, der ist schon 20 Jahre alt. Leistung Minimum 110 PS, die Hammer, gerade so. Unterhaltskosten 45 am Tag. So, Folgendes, wir haben es so gemacht, wir haben unseren Hänger, den wir hatten, also unseren Anhänger, verkauft, weil dieser hier kostet nur 15.000. Und wir haben einfach gedacht, Moment, wir gucken mal ganz kurz, was der andere gekostet hat. So, da haben wir ihn hier. Der kostet 25.000 und wir haben quasi 16.000 gekriegt, wo wir zum Händler geschafft haben, also direkt hingeschafft haben, Direktverkauf, und haben uns, ja, und hatten noch 15.000 einfach auf dem Konto und haben uns dafür einfach zwei von diesen Hängern gekauft, die ihr hier seht. Und ja, wir haben jetzt einfach 40.000 Ladevolumen, was ja fast das Doppelte ist, und das erschien uns definitiv sinnvoller. Die ganze Geschichte. Ja, und wie gesagt, halt noch ein Gewicht haben wir uns gekauft. Aber ansonsten war es das. Sonst ist alles beim Alten geblieben. Kannst gleich den neuen Mod vorstellen. Ach so, ja, einen neuen Mod gibt es heute auch wieder. Und zwar Mods nach Marken. Wo haben wir denn? So, hier haben wir einmal die... Na, fangen wir mal beim... wo ist er? Hier. Fangen wir einfach mal beim Traktor an sich an. Und zwar haben wir uns einen Fendt 380 GDR Turbo mit 95 PS und Unterhaltskosten von 180 Euro am Tag. Aber ihr seht schon, das ist ein Universaltraktor, der auf jeden Bauernhof eingesetzt werden kann, ob düngen, füttern oder beim Ackerbau. Die vielen Anbaupositionen werden vom Landwirten geschätzt. Ihr seht es hier vorne schon, hat einige Anbaupositionen, kostet nur 35.000. Das ist ein super Preis, weil ja, ihr habt dafür... optional einen Frontlader, den ihr euch dazu kaufen könnt. Der kostet allerdings nochmal 12.000. Ihr habt eine ganz normale Ballengabel oder eine Gabel für allgemein, die man dazu kaufen kann für den Frontlader. Und hier gibt es noch die Pflegereifensatz dazu. Das heißt, hier sind die dicken Reifen drauf. Die Pflegereifen ganz einfach, damit man nicht so viel Getreide kaputt macht, wenn man übers Feld fährt. Oder beim Düngen hat man die ja meistens drauf. Da gibt es noch einen Satz Pflegereifen dazu. Auf jeden Fall richtig cooles Gimmick. Das werden wir alles mal ausprobieren. Und ja. Ich denke mal, das wird auch der nächste Traktor, den wir uns zulegen, oder? Ja, müssen wir. Ja, könnte passieren, ja. Aber 95 PS, ne? Na gut, ja, müssen wir schauen. Aber es sieht auf jeden Fall ganz gut aus, würde ich auch sagen. So, und dann haben wir noch ein Gewicht von 2,5 Tonnen passend dazu. Finde ich jetzt ein bisschen viel für den Traktor, aber naja, mal schauen. Wird schon so sein, wenn es da steht. So, dann haben wir optional auch noch dazu den Strautmann die Strautmann All-Grip Greifschaufel für 5 Euro am Tag. Ja, Schaufel kann sowohl zum Beladen von Mist als auch zum Füllen der Biogasanlage verwendet werden. Auch optional zu dem Fendt dazu, aber auch zu allen anderen. Von daher, David hat sich schon wieder den Mähdrescher geschnappt und will mal hier hinten losmachen, weil das Feld ist fertig. Wir schauen mal ganz kurz in unsere Korntanks rein. Wir haben nämlich gesagt, wir spielen erstmal weiter ohne aufzunehmen, weil das einfach brutal viele Parts sonst werden. Und haben uns deswegen gesagt, wir spielen einfach ein bisschen weiter und bauen Getreide an, ernten das ab. Mehr ist eh nicht passiert und warten quasi auf eine große Nachfrage. Und da starten wir dann wieder neu und verkaufen das alles und legen uns neue Geräte zu und starten voll durch. So war der Plan. Der Plan ist fast aufgegangen, da das mit dem Getreide anbauen, abbauen und so weiter alles gut geklappt hat. Allerdings, ihr seht, unser Lager ist voll. 130.000 Weizen, 170.000 Gerste, 76 Raps und hier ist noch einiges am Wachsen und Anmarsch. Aber es kommt einfach keine große Nachfrage und wir wissen nicht warum. Und mir gehen leider die Parts aus, die wir so ein bisschen vorproduziert hatten.
Und deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, wir machen jetzt hier weiter. Wir sind auch ins Minus gekommen. Ja, wie ihr seht, 520 Minus. Das heißt, wir müssen jetzt verkaufen. Das nützt gar nichts. Und von daher haben wir jetzt gesagt, machen wir einfach weiter und nehmen weiter auf und ackern und pflügen und mähen hier noch mit euch zusammen ein bisschen rum. Und mal gucken, vielleicht, ja, Traktor wird es auf jeden Fall jetzt werden, weil wir haben ja unendlich viel Raps. Wir hatten aber als nächsten Plan eigentlich den Ladewagen. Aber dazu brauchen wir ja auch einen Traktor und deswegen werden wir die zwei Sachen als nächste Investition auf jeden Fall anstreben. Genau. So, das erstmal dazu. Ich schnappe mir hier mal kurz die Sämaschine. Wir haben auch Folgendes festgestellt, und zwar bei der Sämaschine. Man braucht ja nicht grubern oder irgendwas. Upsala, man braucht nicht grubern oder irgendwas anderes machen. Man kann da direkt gleich drüber übers Feld. Das ist der Vorteil an der Sache. Und man muss auch dazu sagen, wenn man Raps anbaut, Raps hat ja jetzt nun kein Nebenprodukt wie Stroh. Also wie Weizen oder Gerste, die haben als Nebenprodukt Stroh. Raps hat das nicht. Deswegen, wenn wir hier Raps anbauen, macht der Traktor oder beziehungsweise die Sämaschine das, was ihr hier auf dem Feld seht, das Stroh, was da liegt, mit Blatt komplett. Das Lustige ist nur an der ganzen Sache, baut ihr danach wieder Raps an oder Weizen an, je nachdem, und da fährt drüber, ist das Stroh wieder da. Also total kuriose Sache. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ist egal, ist auch kein Mod. Kann man ganz normal kaufen, die Amazon-Sämaschine, die wir hier haben. Und von daher ist das uns so ziemlich egal. So, aber wir bauen Raps an. Ihr seht, das macht er, ja, er macht, ja, jetzt macht das gerade nicht. Warum macht das nicht? Ist egal, nachher ist es bestimmt weg. So, auf jeden Fall bauen wir jetzt Raps an. So wie hier drüben schon, weil da haben wir noch nicht allzu viel im Lager. Und das bringt ja bekanntlich am meisten Geld. So, na gut. Was hast du jetzt eigentlich drin? Gerste. Ja. Ja. So, ja, als letzte fällt Gerste, danach geht es mit Raps weiter. Also ihr seht schon, wir haben hier unseren roten Traktor brutal gepimpt, weil wir haben jetzt einfach mal die fette Amazon-Sämaschine an den dran gehangen. Und ich habe mir so gedacht, einfach mal 1000 Kilogramm Syrgewicht passt dran. Ohne Sämaschine, ja, stehen wir fast auf dem Kopf. Aber mit Sämaschine, ihr seht, es funktioniert. Er geht vorne nicht hoch, passt alles und er zieht das Ding hier übers Feld. Und das ist eigentlich ganz akkurat. So, von daher bleibt das erstmal so, wie es ist. Ja, das erstmal zu allen Neuigkeiten. Dann natürlich noch Folgendes. Ich möchte mich natürlich ganz recht herzlich bei allen Abonnenten bedanken. Es sind jetzt schon mittlerweile, also ich habe heute geschaut, es sind jetzt gerade 53 Stück aktuell. Das ist natürlich absolute Spitzenklasse. Da habe ich mich riesig drüber gefreut und der David natürlich auch. Weil Landwirtschaftssimulator spielen wir ja zusammen. Und ja, wie gesagt, wir haben uns einfach riesig gefreut über die 53 Abonnenten, über die vielen Likes, die wir gekriegt haben auf unsere Videos. Natürlich auch auf die vielen Klicks, die sich innerhalb von weniger Wochen jetzt mehrfach verdoppelt haben. Pro Tag, pro Woche und so weiter und so fort. Und ja, auf die netten Kommentare. Und wir haben es ja auch schon gesagt, wir würden natürlich auch gerne hier im Multiplayer euch, wenn ihr nichts dagegen habt, bei einem Let's Play hier live dabei zu sein. Also naja, gut, live in dem Sinne nicht, es kommt ja mit ein paar Tagen Verzögerung online. Aber hier erstmal bei einem Let's Play dabei zu sein, eure Mutti, eure Schwester, eure Oma oder was weiß ich wen zu grüßen. Oder wer die Let's Plays halt schaut. Oder eure Kumpels, ganz einfach. Und mit uns hier ein bisschen zu zocken und hier den Bauernhof zu bewirtschaften. Dann haben wir gesagt, schreibt uns einfach. Und ja, dann richten wir das ein. Das ist kein Problem. Ja, uns hat auch jemand geschrieben. Der würde gern, sehr gern dabei sein. Und das ist der Dark Dragon, glaube ich, heißt er bei YouTube. Wir haben gesagt, kein Problem, können wir machen und alles. Ja, und ja, der drängelt jetzt schon ein bisschen rum. Der ist schon ganz heiß auf die ganze Geschichte hier mit uns ein bisschen zu spielen. Und deswegen haben wir gesagt, ab Part 50 machen wir den Multiplayer auf erstmal 3 Leute. Wenn noch Interessenten da sind, auf gerne auch auf 4 Leute. Aber es bringt natürlich nichts mit 2 Traktoren und einem Mähdrescher jetzt hier unendlich viele Leute da hier im Multiplayer rumflitzen zu lassen, weil die können ja nichts machen, das ist ja das Problem. Und deswegen haben wir auch gesagt, wenn wir den nächsten Traktor uns angeschafft haben und quasi noch ein Fahrzeug mehr haben, können wir gerne, was war das eigentlich gerade, David? Na, umlenken. Achso, ja, dann können wir gerne
zusammen hier Multiplayer spielen. Ja, und das wird jetzt sehr bald der Fall sein, weil wie gesagt, wir machen jetzt noch 5-6 Parts und dann geht's auch schon los. In der Zeit haben wir auf jeden Fall unser Getreide verkauft. Ich denke mal, das will der David machen oder soll ich das machen? Wie du willst, mir egal. Weil du fährst ja nicht so gern Mähdrescher. Oder? Ja, okay, dann mach ich's. Mir ist das egal, wie du willst. Ich kann's auch machen. Pass auf, wir wechseln uns ab. Genau. Okay. Ja, und wenn wir das verkauft haben, haben wir natürlich eine Menge Geld. Und das Geld wollen wir natürlich sofort investieren. So. Leer. Ja. Gut. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mal gucken, Gerste, wo wir das meiste dafür kriegen? In der Mühle. Und das wären? 704. Das klingt erstmal nicht schlecht, da werden wir erstmal 40 Tonnen Gerste uns entledigen. So. Ja, der Vorteil ist natürlich bei dem neuen Fendt-Mod, dem neuen Traktor, der ist sehr optional, hat er ja mehrere Anbauteile und hat natürlich auch einen Frontlader. Und der Vorteil ist natürlich, mit einem Frontlader können wir hier auch ab und zu mal ein paar Missionen machen und so natürlich auch besser unsere Unterhaltskosten decken. Das ist einfach mal so. So sieht's aus. Nur die Mission musst du machen, ne? Weißt du. Ja, das weiß ich. Das ist ja aber kein Problem. Naja, ich wollte nur sicher gehen. So, hier rasselt's rein. Ich muss noch kurz schauen, wo muss ich jetzt hin? In die Mühle. Die war hinter der Stadt, ne? Nee. Na, runter zum großen Feld, also Richtung großes Feld. Ja, Richtung 27 darunter oder was? Na, erstmal 27 und dann. Ja, gut, alles 25 klar. Und 28. So, na gut, ihr seht, mit zwei Hängern voll beladen, das ist hier kein Track Race mehr, was wir hier veranstalten. Das hat auch nichts mit Formel 1 oder mit sonst irgendwas zu tun. Das hat auch relativ wenig mit dem Schild, was eine 40. Wo eine 40 draufsteht, was hinten an unserem Traktor dran ist zu tun, sondern das ist einfach nur noch ein Rumgeschleiche hier mit 23 km/h. Aber wir sind froh, dass er es überhaupt zieht. Nicht, muss man einfach mal so sagen, ne? Hängen naja, 40 klar. Tonnen hinten dran. Oder 40 Tonnen Inhalt, plus die Hänger natürlich. Ich sag mal Hänger, Anhänger. Um es mal korrekt darzustellen. Ja. Naja, wie gesagt, großes Dank an alle Abonnenten und an alle Zuschauer. Ich hoffe natürlich, oder wir hoffen natürlich, dass das noch nicht die Ende der Fahnenstange ist. Wir werden uns auf jeden Fall größte Mühe geben und weitermachen. Und wollen natürlich hier, wir sind ja auch, muss man ganz ehrlich mal sagen, hier gerade mal im Anfangsstadium, wir haben ja noch nicht wirklich was gerissen hier. Da ist ja noch richtig viel Luft. Und ja, wir wollen natürlich einen richtig großen Bauernhof schaffen mit Windrädern. Mit noch mehr Scheunen, mit vielen Geräten, mit aller möglichen Art Traktoren und Anbaugeräten und tun und machen und allen Mähdreschern und Kühen und Tieren und ach, was weiß ich nicht alles. Ja, das ist der Plan. So, sieht's aus. Und ich denke mal, dieser Plan wird aufgehen. So, das heißt, hier werden noch viele, viele Parts folgen. Also, wer gerade reinschaut, abonniert ruhig. Es kommt noch mehr. So, das sieht mir nicht aus wie eine Mühle. Wo bin ich denn jetzt? Ach so, total falsch. Bin am Land. Oh, da klingelt auch schon wieder der Wecker. Wir sind ja gerade noch voll beim Wegfahren. Das heißt, dieser Part nähert sich auch schon wieder dem Ende. Aber wir werden natürlich jetzt die zwei Hänger noch entladen. Und danach machen wir kurzes Partende und starten dann quasi im nächsten Part gleich neu durch. So. Wie war dein chlorreicher Tag heute, David? Arbeitsreich. Arbeitsreich, ja. Arbeitsreich, immer gut. Ja, bei mir war heute auch mal etwas mehr los. Ach, bei mir? Ja. War auch ganz nett. Schön. Mhm. So. Dann nähern wir uns der Mühle. Mal gucken, ob ich sie kriege. Ob
ich die Special-Entladung hinkriege. Da bin ich mal gespannt. Achso, dann müsstest du mir dann auch wieder ein Konto einräumen. Ja, mach ich. Und die Zeit bitte hochnehmen. Natürlich. So, gut, Special-Entladung funktioniert nicht. Bei unseren Korntanks funktioniert, da können wir beide Hänger gleichzeitig entladen. Das sieht immer besonders cool aus. Oder wenn ich jetzt einfach noch ein bisschen zurückfahre? Nee, hat nicht geklappt. Dann tut man den anderen, da war noch gar nicht leer. Na gut, macht nichts. So, den David ein Konto einrichten. Das ist natürlich kein Problem, das tun wir. Und da kriegt er gleich mal ein bisschen Geld von uns. Wahnsinn. So. Passt. Passt. So, okay, das war's. Ich fahre in Ruhe zurück. Wir machen im nächsten Part weiter. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Oder wir freuen uns. Ich sag mal, ich. Und ja, ihr hört mal gar nichts. Ja, weil ich so viel rede. Ja. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, euch im nächsten Part wieder begrüßen zu dürfen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schaut auf meinem Kanal vorbei. Abonniert uns einfach oder lasst einen Kommentar da. Wie ihr wollt, einen Daumen hoch. Alles schön, wir freuen uns. Dann bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis zum nächsten Part, tschüss.